Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Und ja, ich wollte jetzt Max Payne 2 natürlich beginnen. Hab das alles schon mal vorbereitet und so weiter. Und ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein hier. Eieiei, was gibt's da denn noch alles? Da geht's dann halt noch weiter mit, ja, vermutlich härteren Schwierigkeitsgraden, nehme ich an, ja. Naja, wir gucken mal. Stecke ich wohl in Schwierigkeiten, was? Sie waren alle tot. Liebe tötet. Liebte ich sie? Hatte ich eine Wahl? Die Vergangenheit ist ein klaffender Schlund. Je mehr du vor ihr davonläufst, desto tiefer und schrecklicher wächst sie hinter dir an. Der Abgrund dicht hinter deinen Fersen. Die einzige Chance ist, dich umzudrehen und ihr zu begegnen. Wir sind am Tatort. Wiederhole, wir sind am Tatort. Aber es ist wie ein Blick hinab in das Grab deiner Liebe. Bereich durchsuchen! Feuer einstellen! Oder den Lauf einer Pistole zu küssen. Die Kugel zittert in ihrem dunklen Nest, bereit dir den Kopf wegzureißen. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden. Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er hat einen Schock, zwei große Zugänge, intravenös, Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Kerl ist am Ende. Wir verlieren ihn. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Ich öffnete meine Augen. Langsam wurde alles klar. Sie war tot. Ich war verletzt. Mein Verbrechen lag wie ein hungriger Abgrund hinter mir. Ich musste rennen, alles so weit wie möglich hinter mir lassen. Die Welt war aus den Fugen. Ich halluzinierte, musste verschwinden. Max, der Weg ist frei. Darf ich vorstellen? Max Payne! Kommen Sie, Officer. Wir sind da. Wenn Sie sind erledigt. Mein Gott. Wir müssen alle hin. Du bist es. Max, neue Zeit. Ich wollte Sie nicht. Hauen Sie ab! Tut das Note, dass das so ein bisschen gruselig ist. Irgendwie. Mal schön die Schränke durchsuchen, ne? Machen wir mal eben Painkiller. Ist hier noch was? Eine Dusche. Die wir sogar anschalten können. Ja, grafisch hat man hier natürlich dann nochmal ein bisschen einen draufgesetzt, ne? Sieht alles nochmal. Ja, nicht unbedingt besser, aber es sieht auf jeden Fall gut aus, finde ich. Max, was geht da vor? Max, was vorhin passiert ist? Max Payne, lassen Sie die Waffen fallen! Da kommen wir nicht durch, okay. Hallo. Zurück, ist jemand Payne. Da? Max, Max, antworte mir, Max! Wovor habt solche Angst? Was wollen Sie von mir? In meinem Kopf war ein blinder Fleck, ein Einschussloch, dort, wo die Antworten sein sollten. Nennen Sie es Verweigerung. Ich wollte in meinen Schädel hineinbohren und die Qualen herauskratzen. Gibt's auch nochmal Painkiller. Ja, das mit dem Speichern haben sie auf jeden Fall verbessert. Das bringt das Ganze nicht mehr so zum Mikrostottern dann, ne? Komm, ich verbinde jetzt erstmal ein Telefon, ne? Soweit ich das höre. Ich erinnere mich teils hier natürlich auch noch dran, dass man gespielt hat früher. Oh ja.
eben auch nicht immer an alles. Dr. Magdalena von der Notaufnahme. Sie können das Bett weitergeben. Der Detective ist vorher gestorben. Sie ist auf dem Weg in die Leichenhalle. Ja. Mächtig was los hier im Krankenhaus anscheinend, ne? Ich erledige Payne. Der ist schon so gut wie tot. Stehen bleiben, NYPD! Hab ihn! Gleich wieder Action, ne? Das Ganze läuft natürlich mit ERX, ne? Wenn schon, denn schon. Sie ist eine von ihnen. Sie will mich töten. Zurück, Payne! Winterson! Ja, gut. Ah, da sind wir, okay. Konnten wir da so durch rumlaufen. Leute hatten mich. Ihr schwarzer Van brachte mich aus der Stadt. Die Landschaft war erschreckend schön. Sonnenuntergang an einem Sommertag. Der Regen glitzert auf dem Gras. Die Vögel singen. Spielende Kinder. Ah, die Pink Bird Nervenheilanstalt. Miras Männer gaben sich als Krankenhauswärter aus. Müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren. Und das tun wir auch. Pain! Sie gehen nirgendwo hin. Was ist da draußen passiert? Sie waren es. Die Internen sitzen mir im Nacken. Waren Sie es? Sie haben sie getötet. Nein, ich kann nicht. Verdammt! Da hat's jemand auf uns abgesehen. Sie waren es. Oh shit. Es war meine Schuld. Man kann nicht vor der Vergangenheit weglaufen. Man rennt nur im Kreis. Bis man wieder in das gleiche Loch fällt, aus dem man entkommen wollte. Nur, dass es noch tiefer geworden ist. Ja, super. Ohne Waffen jetzt wieder hier, ne? Ja, das ist so schön. Liegen da irgendwo da unten jetzt, ne? Bestimmt. Wo wir nicht drankommen. Da, ja. Oh, das ist super kacke. Aber na gut, wir gucken mal, wie das weitergeht. Mal schön alles absuchen hier. So. Ich hatte versucht, davon zu laufen, es zu verdrängen. Winterson war tot. Ich war ein Mörder. Ein Fehlstart. Das Krankenhaus war nicht der Anfang. Dort gab es schon keinen Weg zurück mehr. Der fatale Entschluss bereits getroffen. Und es würde noch schlimmer werden. Die Vergangenheit ist ein Puzzle, wie ein zerbrochener Spiegel. Man setzt es zusammen, schneidet sich. Das Bild verändert sich. Und man selbst mit ihm. Es kann dich zerstören, wahnsinnig machen und befreien.
Man sieht all die unbewusst getroffenen Entscheidungen. Man geht lange mit Freunden aus, anstatt nach Hause zu seiner Familie zu gehen. Ausschwärmen, Männer! Verteilen! Alle Ausgänge abdecken! Der Kuss ließ mich an das kalte Gesetz von Ursache und Wirkung denken. Wo sind die zusätzlichen Einheiten? Ruf die Zentrale! Wir brauchen hier jede verfügbare Einheit! Ich habe Angst. Aber ich beginne am Anfang. Verfolge meine eigenen Schritte bis zum Schauplatz des Verbrechens. Okay. Das war nochmal so der Prolog wohl. Ich wollte bestraft werden für das, was ich getan hatte. Aber Alfred Wurden hatte sein Wort gehalten. Dank seines Einflusses ging ich unversehrt aus meiner Geschichte der Gewalt hervor. Als ein Held. Ich dankte ihm nicht, brach das nicht über mich und verließ das DEA. Ich ging dorthin zurück, wo alles angefangen hatte. Zum NYPD. Verstanden! Ich übernehme! Das war kein Ruf für die Mordkommission, aber ich kannte die Adresse. Das Lagerhaus gehörte Wladimir Lem. Er hatte Verbindung zum organisierten Verbrechen. Wir kannten uns schon länger. Wie Brüder, die im Bürgerkrieg auf verschiedenen Seiten kämpfen. Seine Worte. Brauche Unterstützung. Unbekannte Anzahl von Eindringlingen. Mögliche Geiselnahme. 10-4. Unterstützung ist unterwegs. Ich gehe rein. Ja, gut. Okay. Und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Und jo, bis dahin.